Hey Kinders, was geht bei euch ab? Kätzchen, was machst du? Ich will doch gerade ein Giveaway machen. Komm schon, bitte lass mich ganz kurz. Dankeschön. Meine Damen und Herren, heute gibt es für euch eine AWP Mortis zu ergattern. Das Ganze läuft so wie immer. Das heißt, um sie zu gewinnen, müsst ihr einfach nur aktiv sein hier auf diesem Kanal und zwar für 10 Tage. Ihr müsst kein Abonnent sein. Einfach nur Aktivität, das zählt hier. Das heißt, Videos angucken, kommentieren. Wenn man will, noch einen Daumen nach oben. Natürlich könnt ihr dennoch abonnieren, wenn ihr wollt, wenn euch gefällt, was ich hier mache und vor allem, wenn ihr eben auf dem Laufenden bleiben wollt. Diese Giveaways gibt es immer und immer wieder und das heißt, wenn man Abonnent ist, dann kriegt man das natürlich immer mit. Aber ja, es ist kein Zwang, um hier mitmachen zu können oder eben um gewinnen zu können. Gute Kommentare hingegen geben schon einen Bonus. Also, wenn jemand einfach nur unter jedes Video Hi schreibt, dann ist er eigentlich so gut wie draußen. Ich kann davon ausgehen, dass derjenige die Videos nicht schaut, sondern einfach nur Aktivität vorgaukelt. Bitte nicht schießen, ich habe noch nicht, hör auf, stopp. Voll in die abgerahmt, Fräulein, hä? Heute gibt es für euch IUP Only No-Scope. Ja, ich muss noch ein bisschen No-Scope trainieren. Vor allem auf die Entfernung. Das ist ja schon gleich fertig, eine neue. Naja, ich berichte euch so etwas, wie halt der Hase am besten zu laufen hat. Aktivitätstechnisch bin ich, wie gesagt, extrem verzückt, wenn man sich einfach die Videos anschaut. Vorzugsweise von vorne bis hinten. Ja, wenn man einfach nur reingeht in ein Video und schnell kommentiert. Da wäre du Sack, hör auf zu springen! Ich habe keine. Moment mal. Scheiße. Aha. Stopp. Ja, also wenn man die lasse mich nicht ausrennen. Für die Aktivität soll man halt schon die Videos anschauen und dementsprechend auch kommentieren. Wer einfach nur Hallo oder Hi oder gutes Video kommentiert ist, das ist kein richtiger Kommentar, ja? Ihr wisst, was ich meine. Oftmals, eigentlich in jedem Video, stelle ich irgendeine kleine Frage, die man in einem einzigen Satz schon beantworten kann. Und ja, daran kann ich am ehesten messen, wer halt wie aktiv ist. Muss noch mal genau gucken, wo ich... Es ist niedriger, als ich dachte. Es ist deutlich niedriger, als ich, okay, gut, aber ich hab's im Griff. Also, close habe ich es im Griff, aber so auf mittlere Distanz, beziehungsweise lange Distanz, da muss ich es auch drauf haben, ist klar. Ja, so viel zur Aktivität. Das Video geht, wie gesagt, 10 Tage lang. Oh, nicht das Video, das Giveaway. Das Giveaway geht 10 Tage lang. Wer in diesen 10 Tagen, oh no, schön aktiv ist, ist eben einfach mit auf der Liste der möglichen Gewinner. Fertig ist der Lack. Na also, ihr müsst nicht jedes Video gucken. Im Moment bringe ich so jeden Tag ein Video, manchmal jeden zweiten Tag eins. Also von daher sollte das massenmäßig schon passen. Meine Videos sind eigentlich auch nie wirklich lang. Also die längsten Videos, die ich habe, gehen 10 Minuten. Aber im Schnitt sind es 5 Minuten Videos oder so. Der Gewinner des Giveaways wird dann in einem Video... Oh, shit. Come on, dude. Oh. Der Gewinner des Skins wird dann auch in einem Video bekannt gegeben. Dieses Video ist aber jetzt nicht dann speziell für den Skin-Gewinner, sondern es ist ein ganz normales Video. Das heißt, irgendein Video und darin wird der Gewinner eben bekannt gegeben. Ja, also es gibt kein, hier ist der Gewinner-Video, sondern es wird irgendein Video sein. Das heißt, nach diesen 10 Tagen muss man halt dann noch, oh no, schon noch so 1, 2, 3 Tage halt auch aktiv weiterhin gucken, um seinen Gewinn nicht zu verpassen. Ja, also das ist schon passiert, dass die Leute... nicht mitbekommen haben, dass sie gewonnen haben. Man hat 14 Tage Zeit, sich bei mir zu melden. Wenn man das in dieser Zeit nicht gemacht hat, dann werde ich den Skin einfach wieder raushauen für jemand Neues. Oh, no! Oh, so, Monsieur, stehen geblieben. Nein. Oh, danke, Jungs. So laufen die Giveaways bei mir immer ab. Heute habe ich jetzt mal versucht, die ganze Geschichte etwas kürzer zu fassen. Eigentlich habe ich schon in den ersten 20, 30 Sekunden gesagt, was, wie funktioniert. Das Giveaway ist mal wieder sponsert. Bei Skinbaron, was? Angeschossen, du Vogel! Ich habe ihm nur in die Beine geschossen. Nein. Oh! Nein. Ah! Langsam geht's auch auf die Mitteldistanz. Oh, nicht rausgehen. Ah! Nein! Oh Gott, hinter mir auch. Ja, und somit sind wir eigentlich mit dem Thema auch durch. Jetzt kommt meine Frage hinsichtlich, der Videofrage eben. Die nochmal zeigt, wer bis zum Ende geschaut hat. Und zwar, wie stabil seid ihr auf No-Scope ausgelegt? Also jetzt mit AWP. Wenn jemand close kommt, läuft das auf Mid-Range? Wie sieht's da aus? Auf Long-Range? Wie sieht's damit aus? Versucht ihr öfter mal solche Shots zu machen oder zoomt ihr dann doch eher noch ein? Auch wenn jemand schon mittel-close ist. Hier am Ende sei noch erwähnt, dass Skinbaron eine Seite ist, auf der ihr eure Skins verkaufen könnt oder Skins kaufen könnt für echt Geld. Das heißt, wenn ihr eure Skins da verkauft, zum Beispiel verkaufe ich jetzt hier die Alligator, ja, dann bekomme ich das Geld direkt auf mein Skinbaron-Konto und kann das wiederum einfach auf mein Bankkonto auszahlen, also habt ihr es dann bar in der Hand sozusagen, beziehungsweise auf PayPal und so weiter. Das heißt, ihr habt ja den großen Vorteil gegenüber Steam, dass euer Guthaben eben dann in Echtgeld ausgezahlt werden kann und nicht einfach nur auf eurem Steam-Account liegt. Ihr könnt mich auch unterstützen, wenn ihr wollt, indem ihr
bei der Erstanmeldung den Link nehmt aus der Beschreibung, meinen Skinbaron-Link oder meinen Code nehmt. Bubbler ist es, glaube ich. Wenn ihr das über meinen Code oder mit meinem Link macht, seid ihr halt über mich dort gepartnert. Ein kleiner Tipp noch am Rande. Man kann natürlich auch Bonuspunkte sammeln hinsichtlich des Skin-Giveaways, wenn man auch in den Streams vorbeischaut. Das zählt natürlich auch als Aktivität, sogar als sehr starke Aktivität. Gestreamt wird jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Das heißt, morgen ist ab 18 Uhr schon wieder der nächste Stream. Das werde ich aber auch noch im morgigen Video kurz erwähnen, damit ihr es nicht vergesst. Vielen Dank. Ich drücke euch allen die Daumen. Wir sehen uns dann im morgigen Video. Haut ordentlich rein. Ciao, ciao.